Und ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Ich bin von der Gameplays als Hobby und wir stecken hier direkt am Anfang eines Herausforderungsgrabes. Neben der unentdeckten Stadt. Heißt doch unentdeckt. Verborgene Stadt, nicht unentdeckt. Und ja, dann schauen wir uns das doch mal genauer an. Hier wird's. Obsidianklingen sind nie stumpf. Hier müssen wir auf jeden Fall lang. Meine Güte. Aufpassen ganz auch nicht. Das schreit nach einer Infektion. Wer weiß, wie alt die Klingen sind und bei den ganzen Leichen, die hier rumliegen, ich weiß ja auch nicht. Spinnehammer voll. Wo geht's hier hin? Guck mal, da kann ich auf die andere Seite. Achso, da muss ich sowieso hin. Stimmt. Wir können aber auch hier in das Wasser. Und ein wenig was einsammeln. Falls es hier was zum Einsammeln gibt. Ja, da haben wir doch was. Jade sogar. Jade ist ja mehr wert als Gold hier in dem Spiel. Das ist doch schon mal gut. Oh. Ein Leichenhaufen. Und angeblich direkt vor uns ist ein Dokument oder ein Überlebensversteck. Aber ich glaube, beides scheint nicht zu stimmen. Das scheint wohl über uns zu sein. Schade, ich habe gedacht, ich finde jetzt auch noch was. Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Nee, ne? Vielleicht noch ein Erzader oder sowas. Nichts, ne? Oh, hier haben wir doch ein Überlebensversteck. Wo haben wir das denn jetzt? Ach ja, doch hier unten. Aber das Dokument scheint über uns zu sein. Weil hier geradeaus ist eigentlich nichts außer Luft. Und ich nehme mal an, hier im Wasser gibt es kein Schriftstück zu finden. Gab es, glaube ich, noch nie. Okay. Doch, da mein Schriftstück. Das ist das sogar. Okay. Aztekisch. Gedanken eines Kriegers. Kukulkan sagt, sie fürchten uns nicht, wenn wir keine fähigen Krieger sind. Und um fähig zu werden, müssen wir die Prüfung bestehen, die ihr Volk erdacht hat. Diese Partizianer wissen nichts über den Krieg. Ihre Klingen und Speerspitzen sind stumpf geworden. Ich werde ihre Rituale abschließen und ihnen die wahre Macht der Anhänger von Kukulkan zeigen. Ja, und diese Prüfung befindet sich hier. Die werden wir dann noch früh genug sehen. Auf jeden Fall wird es nicht leicht. Bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Das, was wir jetzt alles eingesammelt haben, das werde ich jetzt erstmal speichern gehen. Einfach nur rein aus Prinzip. Falls wir sterben, dass ich das ganze Kram nicht wieder einsammeln muss. So, Dankeschön. So, dann betätigen wir mal diesen Schalter. Das Tor ist offen. Jetzt muss ich darüber kommen. Hey.
Hier werden wir auf jeden Fall wieder den Schwierigkeitsgrad tödliche Obsession spüren. Weil es ja heißt, getimte Eventsachen, also hier so getimte Sachen, hat man viel weniger Zeit als normal. Okay, schöne Wand. Und hier ist einiges getimed, also von daher mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sehr das getimed ist. Einwandgemälde. Was haben wir hier? Wieder Maya, glaube ich, oder? Mam ist Maya. Darstellung eines Tests. Kommt all die, die ihr euch für tapfer und mutig haltet. Findet heraus, ob ihr die Prüfungen überleben könnt, die euch erwarten. Gelingt es euch, habt ihr euch den Status als Krieger verdient. Sind wir ein Krieger? Ich hoffe doch. Wir schaffen das bestimmt. Direkt hier müssen noch ein Über... Achso, ja, das ist unter uns, soweit ich noch weiß. Oh mein Gott, ich bin mal gespannt. Lasst die Spiele beginnen! Das Überlebensversteck ist da hinten drin, das ist aber der Ausgang. Wenn wir da hinhüpfen, kommen wir hier nicht mehr hin, außer wir laufen erstmal weiter bis zum Ende. So, dazu hat sie wohl nichts zu sagen. Alles klar, lass die Spiele beginnen, wie gesagt. Oh Mann, das ist so heftig. Sieht er das? Okay. Ich muss irgendwie darauf klettern. Oder es absenken. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Wir haben hier Schalter zum Absenken, aber allerdings, wenn die Klingen natürlich nach draußen sind, funktioniert das nicht. Kaputt machen können wir es. Wir müssen irgendwie nach oben. Ja, die Arme müssen nach oben. Hier gibt es weiter nichts sonst mehr einzusammeln, außer das letzte Überlebensversteck. Da hinten müssen wir hin. Also wir dürfen kein einziges Mal erwischt werden, sonst sind wir tot. Egal bei was hier. Bei allem, was wir hier sehen. Sind wir direkt tot, wenn es uns erwischt. Noch steht hier alles. Danke für das Gold. Okay, auf geht's. Zum Glück passt das alles eigentlich zusammen. So, jetzt ist er schon kürzer. Jetzt die andere Seite. Ist der Vorteil, wenn man schon weiß, was man zu machen hat.
Das kommt hier die andere Seite dran. Man darf also nicht großartig zögern. Wenn man den Schalter betätigt, direkt losrennen. Weil dann passt das eigentlich alles sehr gut zusammen, dass man da gut durchkommt. Scheiße! Okay, da eben doch wohl doch nicht. Ah. Okay, da müssen wir dann wohl doch ein Sekündchen warten, bevor wir durchrennen können. Das sah aber auch alles so aus, könnte man einfach durchrennen. Oder ist Absicht. Oh. Ich wollte euch ja nur mal den Tod zeigen, was da passiert, wenn man dagegen läuft, ne? Unfassbar. So, hier bin ich wieder. Weiter geht's. So, hier wissen wir ja schon, hier passt es zeitlich sehr gut zusammen mit dem Durchrennen. Okay, diesmal musste ich hier wohl auch warten. So. Jetzt die andere Seite. Jetzt machen wir noch die andere Seite. So, schauen wir mal, ob das diesmal besser geht. Oh, ich glaube, ich habe zu lange gewartet. So, funktioniert doch. Okay, zeitlich hat es wohl gepasst. Okay, es soll wohl so sein. Daran kann ich bestimmt draufklettern. Nur runterfallen sollte ich nicht. Okay, versuchen wir es. Kletter, kletter. So, wir haben es geschafft. Wunderbar. Sehr schön. Da freue ich mich. Zweimal gestorben. Einmal durch Dummheit und einmal, weil wir zu schnell waren. Sehr schön. Köcher der Wespe. Verschießen Sie bis zu 3 Pfeile, ohne Pfeile aus dem Köcher ziehen zu müssen. Oho. Und jetzt fallen wir irgendwo runter und sterben. Yay! Alles normal! Okay. Knapp, knapp, aber es hat funktioniert. Oh, sie macht Licht an. Welch ein Wunder. So, tut mir leid, dass ich eigentlich fast nur durchgerannt bin, auch bei dem, bei der Prüfung oder sowas, aber irgendwie bin ich gerade so... so schnell, schnell? Beziehungsweise... großartig gucken. Was will man hier auch großartig gucken, ehrlich gesagt? Hier ist ja nicht wirklich was zu sehen. Außer Höhle.
Und tot vielleicht. In dem Spiel muss man verdammt viel klettern. Und wir wissen ja, die meisten Tote passieren bei mir beim Klettern. Also genau das richtige Spiel für mich, um zu sterben, so oft es geht. Kann ich da hoch? Jetzt war ich auch schon wieder kurz aufgeschmissen. Es ist natürlich schon ein bisschen verwirrend, wenn man keine Markierungen sieht, wo man überall langklettern kann oder sowas oder hochgehen kann. Da geht's wohl hoch. Ich muss aufpassen wegen diesem einen Überlebensversteck. Ich weiß nicht, wo das ist. Ob das hier drin ist oder draußen ist, keine Ahnung. Es könnte sowohl drin sein als auch draußen. Das kann doch tatsächlich wahr sein. Warum dreht sie sich denn auch um beim Rutsch? Das gibt's doch nicht so. Dadurch konnte ich nicht hüpfen und genau das hat mich verwirrt. Ich wollte hüpfen. Stattdessen brauche ich einfach nur die Axt zu werfen. Ja. Den Haken zu werfen. Natürlich muss ich die Prüfung jetzt auch wieder machen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Oh mein Gott, ey. Da bin ich wieder. Oh Mann, hoffentlich überleben wir es jetzt. Also, ich habe keine Lust, das jetzt noch ein paar Mal zu machen hier mit dieser Scheißprüfung, ey. Ich habe die jetzt oft genug machen müssen. Wehe, ich sterbe schon wieder, das gibt's nicht. Los geht's. Oh. Oh, scheiße, stimmt, ich muss da runter, rüber. Oh Mann. Okay. Glück gehabt. Das sah schon so aus, würde zum Walzen vorbeispringen, ey. Vaterschlacht, Herausforderungsgrab. Neues? Achso, nee, hier ist immer. Sehr schön. Raus hier. Oh, weg von dieser Prüfung, ey. Ich hab die jetzt... Ich weiß gar nicht, wie oft ich die jetzt machen musste. 5 Mal oder sowas, glaube ich. Unfassbar. Ich gehe jetzt erstmal speichern. Das kannst du aber singen hier. Speichern. Hauptsache, das habe ich jetzt endlich fertig. Oh, gespeichert. Wie schön. Da freue ich mich aber. So, wir haben 3 Fähigkeitspunkte. Was könnten wir mit diesen 3 machen? Das hier haben wir neu. Köcher der Wespe. Sehr gut. Jetzt kann man das Falschen hier machen. Das ist auch sehr gut. Das machen wir auch direkt. Können wir alles etwas günstiger herstellen. Was ist das hier? List der Krähe. Sehen Sie Falle mit Über... Also mit Überlebensinstinkt. Ja gut, das bringt uns hier überhaupt nichts. Sehr schön. Jetzt können wir billigere Preise bekommen beim Händler. Das ist gut.
Und wir haben gespeichert. So, das war es ja noch nicht. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir... Hier können wir auf jeden Fall noch hochgehen, das weiß ich. Jetzt weiß ich nicht, ob wir dadurch dann hier hinkommen oder ob wir dadurch hier lang müssen. Wir laufen jetzt mal hier rechts rum und schauen, ob wir da lang müssen. Beziehungsweise, wir sind jetzt ungefähr... Plus, minus 5 Minuten. Eher plus. Bei 21 Minuten. Das heißt, hier ist schon wieder zu Ende mit dem Teil. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Also diesmal konnte man es wieder sehr gut merken, was dieser Schwierigkeitsgrad eigentlich ausmacht. Oh mein Gott. Und da kommen noch einige heftige Sachen auf uns zu später irgendwann. Man darf gespannt sein, wann ich das geschafft habe, wann nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen und seid das nächste Mal wieder dabei. Hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch hier soweit gefallen hat oder euch amüsiert habt oder unterhalten habt, wie auch immer. Und wenn ihr neu bei mir seid, herzlich willkommen. Hinterlassen könnt mich gerne abonnieren, würde ich mich auch freuen. Und dann sehen wir uns heute beim nächsten Teil oder bei einem anderen Let's Play von mir. Auf jeden Fall viel Spaß haben bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis dann. Das war von New York Gameplays als Hobby. Tschüss.